Also kann ich das Spiel verlassen, wa? Jo, kannst du. Hallo Leute, Hallo. willkommen zurück bei Ghost Raccoon Breakpoint. Mit dabei, ihr habt es schon gehört, er hat schon Hallo gesagt, ist der Hallo, Dirk. hallo, hallo, hallo. Hallo, 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 hallo. Und wir sind diesmal andersrum. Das heißt, ich bin bei Dirk eingeloggt, weil er ja ein paar Missionen noch nicht hat, die ich ja schon habe, weil ich ja ein bisschen Solo gespielt habe zwischendurch. Und deswegen, ja. Wechsel kurz die Mission. Sniper. Ja, dann muss er die Mission mir noch geben, ne? Warte mal. Mission. Ich deaktiviere gerade mal meine Mission. Willst du nochmal annehmen? Nee, ich löse gerade mal erstmal meine Mission. Alle, damit es leer ist. So, jetzt kannst du sie So, mir schicken. wie mache ich das noch mal? Du gehst einfach, also ich mache das immer über die Karte. Ich gehe dann auf M und dann hast du ja in dem Die Mission. die Mission quasi und gehst dann auf Space zum Anheften. Und dann muss ich akzeptieren drücken, dann habe ich die automatisch auch. Aber da müssen wir nochmal nachschlagen. So, alles klar. Weißt du, was ist los? So, wir können los, ja. Der aber auch nicht. Ja, also ist alles. Bist du runtergefallen? Muss ich heilen? Nein, alles klar. Wie geht das eigentlich mit den Medipacks? Weil ich habe irgendwie freigeschaltet, dass ich jetzt Medipacks hätte. Bist du Sani? Nee, also da musste Sunny für sein. Ja. Ah, okay. Ein Hubschrauber steht hier übrigens, falls wir einen brauchen. Alles gut, den brauchen wir erstmal nicht. Das ist gut, wir brauchen den erstmal. Bist Wir du? müssen jetzt geradeaus zu dem gelben Da Punkt. bist. Dann sollen wir uns ja eigentlich nur melden. Genau. Ich war schon mit der Drohne drüber, da war nichts los. Alles klar. Ah, ich Aber bin ich ja gehe schon. davon aus, dass gleich was los ist. Wäre doch zu einfach, oder? Ach, es kann noch mal einfach sein, du. Das habe ich jetzt persönlich jetzt überhaupt nichts dagegen. So, ich bin bei. Hier gibt es auf jeden Fall Kisten. Hier ist auf jeden Fall eine rauchende Negerin. Das finde ich irgendwie irritierend. Ein Video. Maddox. Jay sagte, ich würde sie hier vielleicht finden. Haben Sie mein Team gefunden? Geht es Ihnen gut? Einigen schon. Nicht alle haben es geschafft. Mist. Maddox, lassen wir das Vergangene ruhen. Nicht alle Wir haben haben es viel zu geschafft. tun. Ich brauche Ihre Nicht Hilfe. alle. Was Sie vorhaben, ist Warum? nicht einfach. Warum redet sie Um mit die Kette Maddox zu und schaut knacken, ihn brauche an? ich Zugang zum Steuerprogramm der Drohnen. Was hält sie auf? Ian Blake. Er hat das biometrische Sicherheitssystem so konfiguriert, dass nur er auf das Steuerprogramm der Drohnen zugreifen kann. Das ist Big Wenn Sie Mama. die KI wollen, müssen Sie zuerst Blake finden und ihn dazu bringen, das Programm freizugeben. Das müssen wir zuerst einbinden, ne? Sie hat leider recht. Der Kopf Die strahlt so, ne? Sentinel-Offiziere in Siehst du Cape das? North sollten wissen, wo So, Blakes das, die Feuerwaffen Haare sehen ja normal ist. aus von den beiden. Und wenn Ja, du jetzt stimmt. sie siehst, da hast Er du wird so, das als Programm wenn du irgendwie freischalten. so einen Ja. Heiligen Und Sie, Schein hat, Colonel? ne? Was haben Sie vor? Wie können Sie mich leiden? Ich kann auf mich selbst aufpassen, Maddox. Natürlich Voll können Sie das. heilig. Ja, Norman voll heilig. Kätzchen, ich verlasse mich darauf, dass wir uns sehr bald wiedersehen. Voll die Raucherin, ey. So, wo muss Ich man denn sitze hier jetzt einen hin? voll an Smoken. Einsatz abgeschlossen. So, Echt? jetzt. Ja, steht Hier sind hier. noch Kisten 2. Ja, dann können wir aber irgendwas wieder gucken. Ne? Soll ich das direkt anheften, oder? Ja, mach. Mal gucken, wo das ist. Schon mal zur Kiste unterwegs. Die Kiste.
Ab in die Kiste. 2 Kilometer von mir. Also im hinteren Raum von dem Nebengebäude ist eine Kiste. Da wo du gerade bist. Mhm, genau. Und die andere ist ja direkt neben dem Heli. Ja, müssen wir so hinfliegen. Ja, denke ich mal. Sind 2 Kilometer oder sowas von uns weg. Da sind so oder so 2 Helis direkt in der Nähe. Ach, da links ist auch noch eine Kiste, sehe ich gerade. Ist die Kiste jetzt über mir oder unter mir? Ich bin schon wieder Kisten ansuchen, du. Ich bin wieder mal im Haus und ich kriege nicht angezeigt, wo die Kiste ist. Ah, direkt über mir ist sie. Ist außen irgendwie eine Treppe? Ganz wahrscheinlich außen um den Berg oder so. Ach, da kannst du hochklettern. Hier hinten ist so ein Holzstab. Naja, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Viele tolle Sachen, die man gar nicht brauchen kann, hab ich. Ach ja. Doch, die kann ich gebrauchen. Eine Ork, ein goldener Ork mit... Ach. Gut, hat nur eins höher als das, was ich jetzt habe, aber... Na gut, bei mir hat es alles nur noch gleiche Levelhöhe. Ich also gucke, bist ja auch schon 2,49. Ja, 2,52 ist das höchste. Aber solange die Gegner nicht höher sind als ich, bekomme ich auch nichts. Na, auf gut Deutsch, ich muss hochleveln, damit du besser kriegst. Nee, ich gehe ab und zu dann hier zu... ein 250er Lager und heb das aus. Ah, okay. Und heb das aus. Hast du eine Schaufel dann dabei? Ja. Hm. Welchen Hubschrauber nimmst du? Den unteren. Der ist näher ran. Ich glaube, der andere ist weiter weg. Hast du denn jetzt deine Simultan-Drohnen freigeschaltet? Ja. Müsste ich eigentlich. Das ist gut. Dann tu die mal rein. Glaub's nicht, was das hilft. Okay. Fliegst du? Oder soll ich? Flieg du. Schatz, muss mal gucken. Du kannst gönnen. Du kannst gönnen. Ja, ja. Ich flieg super gerne. Ich wünschte, ich könnte das auch in echt. Also hätte damals die Bundeswehr zu mir gesagt, Jung, du bist zwar fett, aber wir nehmen dich als Helikopterpilot, hätte ich gesagt, okay, dann komme ich auch dienen. Aber so habe ich einfach verweigert, dann war es auch gut. Aber Helikopter hätte ich gemacht. So, wir sind gleich da. Hast du denn jetzt auch ausgerüstet oder hast du die nicht in deinem Dings dran? Nee, da müsste ich erstmal Zeit für haben, aber... Ja, ausrüsten ist ja kein Problem. Ich weiß natürlich nicht, ob du jetzt welche dabei hast. Du musst ja entweder kaufen oder bauen. Ah, okay, nee, dann habe ich keine. Aber wie gesagt, ich war noch gar nicht im Shop. Das sieht irgendwie belebt aus da unten. Auch nur ein bisschen. Nicht wesentlich. Warte, hier ist aber ein schöner Landeplatz. Oh, an die Mission kann ich mich erinnern. Die habe ich allein gespielt, das stimmt. Obwohl ich mich an Big Mama nicht erinnere, aber. Naja. Schöner Landeplatz sieht zugegebenermaßen anders aus. Das stimmt. Wir müssen erstmal mal tiefer, von hier oben sehen wir nämlich irgendwas. Weil ich habe ein Problem, ich kann mich nicht wegbewegen. Wie? Das ist echt? Ah, jetzt aber. Alles okay. Weil ich bin 2 Kilometer von dem Hubschrauber untergespawnt. Okay. That's really strange. Live. Ich habe bestimmt 2 Meter von dem weggestanden. Ja, der wollte ich nicht haben, du. Hier ist ein schönes Plateau, aber ich glaube, wir sind hier auch immer zu weit weg. Also zumindest zum Icken, was los ist, ist ja okay. Auf jeden Fall ist hier ein schönes Boot. Ich habe das mit dem Aufklären ja nie so intensiv gemacht. Ich habe das jetzt erst
echt erst bei der letzten Aufnahmesession so wirklich kapiert, wie das geht, dass ja im Prinzip diese roten Flecken ja zu Punkten werden, weil man die Leute entdeckt hat. Richtig. Dass man ja... Ich bin da immer so bisher immer planlos drüber weggeflogen, weißt du, was ich meine? Ja. Ich wollte runterfliegen, nicht rausgehen. Wie gesagt, es gibt so bestimmte, die musst du gucken, dass du als erstes rausholst. Weil, die mit dem, ich meine, die mit dem Fragezeichen oder so drauf, die können andere Leute rufen. Da gibt es so die speziell anders aussehen. Ja, ich hab's gesehen, wie du meinst. Die haben so eine Schallwelle oben drüber, ne? Genau. Die meinst du wahrscheinlich, ne? Genau. Also ich vermute mal, der Rest ist im Haus. Weil ich finde keinen mehr. So, wir können uns eigentlich ganz einfach machen, ne? Ja. Wir brauchen nur den Links zu holen. Unbemerkt. Das war wieder das Schlüsselwort für Ronny, ne? So unbemerkt. Ja, soll ich versuchen und du guckst, dass du mir ich dir den Arsch quasi reinhalte. Ja, dass ich dann geh mal nach links rüber und dann hole ich mir den hier auf dem Parkplatz. Ja. Was ich meine? Nein. Ich sehe nur ein I im Haus. Ich sehe kein anderes. Ja, ach, da ganz hinten ist noch ein I. Den hatte ich noch nicht gesehen. Okay. Müssen ja, machen wir. So da rein, aber. Nee, machen wir. Dann kann ich ja immer noch nachkommen und dir den Arsch wegsnipern. Den Arsch freisnipern. Mach mal, weil der steht ja wirklich schön separat hier. An der. Oben auf dem Helikopterplatz, der dreht sich jetzt weg. Also, aber da ist ja noch ein zweiter. Deswegen, ich weiß nicht, ob das klappt, aber du kannst es mal versuchen, ob du es hinkriegst. So, jetzt ist er auf einem Rand vom Parkplatz gegangen. Jetzt, glaube ich, ist es eher schlecht. Dann müsstest du wirklich ganz außen rumlaufen, um den von hinten zu kriegen. Guck mal, wo du bist. Ah, da oben. So, ich habe Simulator-Drohnen eingesetzt. Okay. Das heißt, wenn die mich jetzt entdecken, bräuchte ich nur einen Schuss abzugeben und die zwei sind tot auf dem Helikopterplatz. Mhm. Ja, es kann nämlich sein, dass die dich sehen, wenn du den holen gehst. Ah, jetzt ist er wieder mehr in die Mitte gelaufen. Jetzt ist er wieder besser. Ich glaube, war das mit dem Nehmen. Mhm. So, jetzt bin ich gleich an den Autos. Ja, ich sehe dich. Könnte nur sein, dass die Drohne mich nachher entdeckt. Wenn ich schießen muss. Nee, ich glaube, die Drohne ist weit genug weg. Das dürfte kein Problem sein. So, jetzt steht da eigentlich ideal, wenn du ihn dir jetzt holst. Steht jetzt zum Rücken zu dir. Ja, jetzt ist super. Jetzt kannst du ihn holen. Die auf dem Helikopterplatz sind auch im Rücken zu dir. Super. Gute Aktion. Schön, ich hab den. Ich glaube, wir sind gewechselt vom. Von dem Ninja her. Ich hab jetzt den Ninja genommen, anstatt den Soldaten. Die Batterie von der Drohne geht leer. Kein Problem. So, wo müssen wir hin? Rein wahrscheinlich, ne? Nee, doch nicht. Nee, wir müssen woanders hin. Kannst wieder zurückkommen. Okay, dann komme ich wieder. Oder besser gesagt, zum Heli kommen. Ich kann den Punkt zwar nicht sehen, wie weit er weg ist. Ah doch, 13 Kilometer ist er weg. Da können wir natürlich gucken, ob wir eine Mission näher ranfinden. Wo wir dann 13 Kilometer durch die Gegend fliegen.
Klettern ist teilweise wirklich mühselig. Klettern? Ja, du musst ja wirklich so richtig den Stein lesen quasi, ne? Damit er überhaupt hochkommt an so einen Hang. Wir werden gleich da entdeckt, wenn ich den nächsten Schuss mache, weil meine simultanen Drohnen killen die dann. Obwohl wir gar nicht in der Nähe sind. So, ich bin am Heli. Ah, ich bin auch jetzt da. Ich hoffe, dass der Heli mir jetzt nicht hier unter den Arsch weg explodiert, weil er so halb gegen den Hangli steht. Ah, ich wollte schon kommen. So. So, jetzt irgendwas in der Nähe, sagst du, auf dem Weg dahin. Ja, gucken wir auf der Karte, ob wir irgendwas näher ranfinden, weil 30 Kilometer jetzt zu fliegen, finde ich ein bisschen weit. So, wo haben wir denn. Was ist denn der Punkt? Also bei Smuggler's Cove zum Beispiel, ach, da habe ich. Hier habe ich einen. Den da. Gesehen? Ja, habe ich. Dann schieß mal. Ah, nee. Ja. Lehn dich mal raus und schieß. Mal gucken, was passiert. Kann ich gar nicht. Kannst du nicht? Nee, ich sitze ja vorne drin. Ach so, dann geht das nicht. Schade. Das hätte ich jetzt gerne mal ausprobiert. Ah, guck mal. 2 Kilometer. Jetzt den Punkt da noch. Da rechts. Oh ja, weil klar. Da war der Walker. Aber da ist eine Rakete. Boah, kein Problem. Die Raketen sind hier sogar so ein bisschen dämlich. Weil normalerweise, finde ich, haben sie auch nicht wirklich schlüssig programmiert. Weil normalerweise hätten sie es ja so programmieren müssen, dass du das Abwehr Dinger abschießen kannst, weißt du? Ja. Und du dann auf dem Weg dich dann verteidigen kannst. Also so, du fliegst ja einfach nur den Raketen weg, was ja eigentlich unrealistisch ist. So, da. Der, wo der mich immer hinflitscht. So geil. Du bist schon wieder am Arsch der Welt, ich seh's. Dann ist es hier in der Nähe irgendwo. Ach, da vorne sind noch Gegner. Das ist doch eine ganz alte Mission. Ja, siehst du mal, was ich alles nicht hab. Ja, die haben aber zusammengespielt. Ich bin gerade ein bisschen baff. Heli, kommt. Gegnerischer. Super, ich habe mich jetzt gerade richtig eingeschlammt. Also irgendwas stimmt bei dir nicht. Also die Mission haben wir definitiv zusammen gemacht. Was ist das für ein? Ja, wo du diesen abgestürzten Piloten finden muss. Geil, der Ninja, der hat auch Blendgranaten. Oh, ich hab geschossen. Ich glaube, die sind gestorben jetzt. Oh. Also ich kann mich an dieses Fahrzeug nicht erinnern. Nee? Da bin ich mir aber 100%ig sicher, dass wir die Mission zusammen gespielt haben. Ganz am Anfang. Das war eine unserer ersten Missionen. Wo ist denn der nächste Punkt? 9. Links hoch. Ja. Weil ich war auch noch nicht da, weil die Kiste ist noch nicht geöffnet von mir. Ja, meine war, von mir war sie auch nicht geöffnet, aber... Na ja gut, es kann natürlich sein, dass es eine Szene ist, die quasi fast identisch aussieht. Ah,
Cool, so eine Blendgranate. Gehst in die Gegner rein, machst Platsch. Sind die geblendet, kannst du ohne Probleme im Messer killen. Ja, das ist doch, oder? Haus. Was im Haus? Da müssen wir aber nicht hin. Weiß, hier, ist aber auch nix, auch. Hier ist auch nichts drin. Ja, liegt aber auf dem Weg. Ja, hier ist aber nichts drin. Ja, hab ich gesehen. Ändert ja trotzdem nichts an der Tatsache, dass da nichts drin ist. Ja, aber ich wollte da mal reinlaufen. Weil ich kann nicht das ja wohnlicher machen. Ach, du willst einziehen da? Ja, okay, das ist natürlich was anderes. Klar. Ich hab grad Samen gefunden. Samen? Samen. Ah, hier rechts ist eine Kiste. Lass uns jetzt mal rechts zu der Kiste laufen. Ich habe wohl inzwischen eine richtig fiese Ausdauer, also er kann schon richtig lange laufen. Ja, das kannst du ja alles mit den Klamotten skillen, ne? Mhm. Gibt ja verschiedene Sachen. Ich habe zum Beispiel auf Tarnung extrem geskillt. Okay. Dem können wir reden da, ne? Ja, ja, red mal. Na toll. Irgendwie läuft das gerade ein bisschen falsch hier, das Game, oder? Ja, aber echt. Ich brauche mehr Informationen. Haben Sie was für mich? Ja. Mehr weiß ich nicht. Danke für Ihre Hilfe. Ja, 1,6 Kilometer von hier entfernt. Wir können ja ein Auto nehmen. Hut. Ja, ich auch. 1 Kilometer, 1,6 Kilometer. Ja, 1,6 Kilometer. Deswegen sage ich, lass uns das Auto nehmen, das hier steht. Und dann fahren wir dahin. Willst du fahren? Soll ich fahren? Ja, du. Ich bummel gerne dann in mein Inventar, wo wir an die anderen fahren. Das sollst du auch mal probieren. Ah, ja, aber du, ich muss ja immer. Immer. Ich war. Ah, hier kommen wir nicht rüber. Mal gucken, ob wir jetzt in die Richtung kommen, wo wir eigentlich hin müssen. Aber irgendwie. Hat das Gefühl, wir fahren aus der Richtung weg, oder? Nee, nee, 1,2. Nein, ups. Ich meine von unserer gelben Quest. Nee, die liegt doch direkt dahinter. Ah, ne, doch, ist noch da. Ne. Oh, da liegt Wasser im Weg. Ja, dann nehmen wir jetzt ein Boot, ne? Da steht doch eins. Ja, ich guck grad. Oh ja. Naja, macht gar keinen Sinn. Das ist wirklich auf der anderen Seite der Küste. Da muss doch hier ein Boot stehen. Ah, da ist es. Funktioniert ja, ja. Das auch. Warte mal, so ein Boot nennt, ne? Da, Fahrer. Ja, go, go, go. Dann kann ich ja jetzt mal ins Indie. Aber nicht für lange. Ja, gib mir eine Minute. So. Kann ich schon mal eine neue Hose anziehen? Ja, du das mal, das bringt ganz viel teilweise. Höhere Klamotten. Besseres Sniper habe ich nicht. So, ich geh mal mit dem Landeboot hier vorne hin, wa? Ja, war mal. Derzeit habe ich hier mein Geschenk ausgepackt. Geschenk? Ist ja Weihnachten. So. So, so ich warte. Ich fühle mich gerade so ein bisschen so viel, als könnte ich jetzt hier noch sitzen bleiben und weiterfahren. Irgendwas muss doch vorne jetzt sein. Ja, das ist eine Station. Eine böse Station. Die kennen wir, glaube ich, schon, oder? Ja, die kennen wir auch schon.
Ja, dann wollen wir mal kurz Aufklärung betreiben. Also, es gab mal ein Blümchen und ein Blümchen. Weil hinter uns sind nämlich auch welche. Also der Turm ist jedenfalls leer. Das ist die gute Nachricht. Ja, also, der ist leer, aber hier hinter uns ist definitiv einer. Den hole ich mir kurz. Ja, mach das. Ich kläre hier schon mal frontal auf. Aber das meiste scheint hier in den Gebäuden zu sein. Ah, da ist ein Abwehrgeschütz. Dreh dich nicht rum, du. Dreh dich nicht rum. Ich dreh mich doch nicht um. Ich weiß ja nicht, was du willst. Auf jeden Fall gibt es den neuen Hubschrauber. Ja, die ist ziemlich hart hier belagert. Ich glaube, da sind auch noch etliche in den Gebäuden drin. Aber ich bin mit der Drohne auch wieder da. Wichtig ist zu finden, wo wir hin müssen. Und dass wir nicht von dem einen Typen da aufgeklärt werden. Informationen zu Call können in der Basis aus dem Kalten Krieg gefunden werden, steht hier nur. Ich habe bis jetzt noch keinen I gefunden. Da ist doch hier, oder? War doch hier, oder? Ich denke es, also zumindest wurde so angezeigt. Eben. Also müssen wir weiter hier nachher durchsuchen. Finden wir es nicht hier durch. Also was wir machen können, der Turm, der ja vor uns liegt, der ist ja leer. Da könnte ich mich natürlich schon mal reinsetzen und ein bisschen wegsnipern, was zu snipern ist. Also ich bewege mich langsam rein und suche den. So wäre meine Idee gewesen. So, ich habe jetzt alles durchsucht, was geht. So gut wäre, wenn wir auf der einen Seite die Sniper alle wegkriegen würden. Okay, ich bewege mich los. Kriegst du den Sniper oben auf dem Tor? Ich hab mich schon gesehen. Jetzt ist er weg. Die haben dich gehört. Nee, der hat mich gesehen. Das war zu langsam. Wo schießt der? Sniper auf der linken Seite, auch in dem Wasserturm ist weg. Ja, ich hab's gesehen. Theoretisch eine gute Stellung hier, aber. Da duckt er sich genau in dem Moment weg. Ne, du hast ihn getroffen. Okay. MG ist weg.
Aber ich bewege mich vor. Bin nach links. Okay. Gut. Die Sniper auf der linken Seite sind alle weg, ja? Ja, die sind alle weg. Da kommt ja noch einer entgegen. Ich sehe den von hier nicht. Ah, vorbeigeschossen. Happen. Geh ins Gebäude, jetzt kannst du mir nicht mehr helfen. Na, da kommt aber noch einer. Hatte, hab ihn erwischt. Kommt noch einer im Gebäude. Von aus. Ja, die können ja beide nicht sehen von hier aus. Ich komm hinterher. Ja. Jetzt bin ich gerade durch den Boden von dem Turm gefallen. Manchmal ist dieses Spiel ein bisschen merkwürdig. Aber ich verbinde mich gerade mal schnell. Typen in die Arme, ey. Da ist noch ein Sniper. Wirklich auf die andere Seite schnell. Hier haben wir den Knast aufgemacht. Sniper weg. Gut so. Ich habe zwei Punkte gefunden. Eigentlich dürfte jetzt nichts mehr da sein. Ja, ich sehe es auch so, dass die Karte leer ist. Schalt das Ding aus, ja. Also ich habe schon zwei Beweismittel gefunden. Eins ist noch da. Ja, okay. Eins ist noch hier im Gebäude. Rechts. Bin auf dem Weg. Ja, ich bin auch jetzt auf dem Weg. Und da steht eine Kiste auf dem Dach. Ja, da müssen wir sowieso hin. Also halt. Was ist draußen? Gehst du wohl da drum rum? Oder oben drauf? Nee, ich sehe die Kiste, ist es. Okay, dann gehe ich jetzt auf dem Dach. Hast du den Weg auf dem Dach gefunden, oder? Ja, ja, draußen ist eine Treppe. Okay. Hat sehr gut geklappt. Das waren ja auch nicht gerade wenig. Waren auch nicht gerade wenige Gegner, ne? Noch nicht mal, ne? Also ich habe eine Verletzung gehabt. Also, und die war in erster Linie, weil ich von dem Turm durch den Boden gefallen bin. Danke, Programmierer. Ich wollte schon immer auf den Turm durch den Boden fallen. So, jetzt kann man noch entweder Kisten sammeln oder nächsten Punkt. Nö, Kisten sammeln. Ich brauche ja, ich muss ja noch weiter aufleveln. Ich bin ja erst bei 177. Ja, Panzer ist nach draußen eine. Aber bevor wir hier weitersuchen, sage ich Tschüss für heute zu dieser wunderschönen neuen Folge von Ghost Raccoon.
Und wir sehen uns dann morgen wieder. Und ich wünsche euch an der Stelle schon mal frohe Weihnachten, Leute. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.